Gestern ist wirklich etwas absolut Krankes passiert und wir haben das allererste Gameplay zu Spider-Man 2 bekommen. Wirklich, hands down, einer der besten Games, die jemals erschaffen wurden. Falls ihr es noch nicht an meiner Reaktion anerkannt habt. Und natürlich, weil ich mir den Gedanken an dem Game wirklich sabbern muss, gibt es von mir eine knackige Analyse von all den wichtigen Dingen, die in diesem Gameplay-Trailer gezeigt wurden und besonderen Merkmalen, die stark meinen Fokus gewinnen konnten. Bevor wir also rein in die Materie gehen und rund um Spider-Man, Kraven, Venom, den Black Suit und Miles sprechen, vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal ein Abo dazulassen, um meine zukünftigen Videos rund um Spider-Man 2 auch nicht zu verpassen, denn ihr könnt euch verlassen, wenn es etwas Neues zu dem Game gibt, dann werdet ihr es hier definitiv erfahren. Let's go! Der Gameplay-Trailer startet damit, dass wir zuerst einen Dschungel gezeigt bekommen, zusammen mit Kraven. Was gleichzeitig eine Enthüllung ist, dass der Dude auch eine dicke Rolle mit im Spiel haben wird. Hierbei ist Kraven gerade auf einer Jagd im Dschungel und sucht so gesehen nach einer neuen großen Herausforderung, nach einer neuen großen Jagd, die alles aus ihm herausnehmen sollte. Doch natürlich, weil er so ein krasser Ficker ist, ist das, was ihm bevorsteht, natürlich keine Challenge. Ich meine, schaut euch diesen Dude mal an. Er hat wirklich eine absolut mächtige Statur. Was kann bitte für ihn eine Challenge sein? Insomniac hat wirklich ein richtig geiles Design für unseren Kraven herausgezaubert. Und wenn ich dieses Design sehe, werde ich direkt schon traurig, wenn ich an unseren Kraven im MCU oder sag ich mal im Sony Characters Spider-Man Universe denken muss oder wie auch immer dieser dumme Name ist. Kein Disrespect zu Aaron Taylor Johnson, ich liebe diesen Mann, aber ja, ich bin nicht so ein Fan von dem Sony-Universum, wie ihr euch denken könnt. Jedenfalls abgefuckt vom Dschungel und dessen Jagdobjekten, die er dort finden kann, sucht Kraven sich einen neuen Jagdplatz aus und das wäre kein anderer Ort als New York. Dies wird uns nochmals dargestellt, indem uns eine Karte von New York gezeigt wird und die verschiedenen Tiere, die er dort jagen kann, beziehungsweise ansprechbaren Objekte. Hier sehen wir viele bekannte Gesichter, die sich Kraven annehmen möchte, wie unter anderem Black Cat, Prowler Miles' Onkel, Rafe, was Yuri Watanabe wäre, unserer Polizisten aus dem ersten Teil, Tombstone, einer der vielen verschiedenen Antagonisten von Spidey, unsere zwei Spider-Man, was besonders cool nochmals hier ist, dass wirklich beide einfach schlichtweg als Spider-Man betitelt werden, Lizard bzw. Dr. Connors, der jetzt auch sein Debüt in dem Game feiert, Taskmaster, als auch noch einen, den ich leider nicht gut genug erkennen kann. Falls ihr eine Ahnung habt, wer das sein sollte, dann lasst mir das in den Kommentaren gerne da. Nun, wenn ihr hier auf die Map achtet, fällt euch auf, dass die Map weitergeht als gewohnt. Und zwar gehen wir diesmal über das Wasser hinaus nach Queens. Was so ein starkes Anzeichen dafür sein kann, dass man eben die ganze Weltkarte in dem Spiel erweitern wird. Falls ihr euch an Spider-Man erinnern könnt, konnte man sich wirklich nur innerhalb der Insel fortbewegen. Und das Wasser war wirklich die Grenze der Welt. Dies scheint wohl in diesem Teil nicht zu sein. Oder man tut dies eben speziell für bestimmte Ingame-Missionen, um die Welt zu erweitern. Wir werden also sehen, wie das Ganze des Game verändern wird. Falls dies aber aktiv so sein sollte, wird uns dieses Abteil innerhalb von New York wohl einen Vibe geben von Spider-Man Homecoming und wir wissen ja, wie das dort alles geendet hat. Kraven macht sich aber dann auf jeden Fall auf die Jagd in sein neues Jagdgebiet und das Ganze endet mit einem sehr dunklen Shot auf dem Baum. Klar könnt ihr jetzt sagen, ich interpretiere wieder zu viel hinein, aber ich persönlich gehe auch davon aus, dass dies eine Anspielung auf Venom sein könnte. Vor allem da dieser Baum sehr stark schattiert gezeigt wird und er wirklich in ganz viele Richtungen wegzweigt, wie eben ein Symbiont, der ganz wild sich in alle Richtungen versuchen zu verteilen scheint. Und apropos Symbiont, jetzt soll es auch schon richtig losgehen. Denn wir machen einen kleinen Timeskip ab diesem Moment von 6 Monaten und wir sind zurück in unserer Heimat. Hier befinden wir uns jetzt gerade in Queens, was wie gesagt schon ein neues Gebiet innerhalb der Map wäre, was wir davor bereits noch nicht erkunden konnten. Und ihr merkt auch sofort, dass es hier nicht so viele Skyscraper gibt, nicht so viele Hochhäuser und es nicht wirklich so gemacht ist für einen Spider-Man zum Schwingen. Deswegen kann ich mir wie gesagt vorstellen, weil es eben eher so ein Nebenort ist, dass es eher ein missionsabhängiger Ort ist, den man besucht. Nichtsdestotrotz, die Map ist größer. Hier lässt man uns auch nicht lange warten und Peter macht direkt seinen Auftritt. Doch die große Überraschung für uns wäre, dass er hierbei direkt schon den Symbionten besitzt und seinem Black Suit. Man sieht doch, wie der Symbiont aktiv den richtigen Suit von Peter ummantelt und diesmal wirkt es wirklich so, als wäre der Symbiont viel schleimiger, nicht so wie zum Beispiel in den Raimi-Filmen in Spider-Man 3, wo der Symbiont wirklich sehr fadig gewirkt hat. Besonders cool ist hier eben auch, wie Peter direkt auch den Symbionten aktiv in seiner Fortbewegung benutzt. Hierbei hat er nämlich den Symbionten basically so benutzt wie ein Sprungbrett, um sich eben hinaufzuschleudern.
Dies könnte uns schon mal anteasen, wie eben das ganze Movement von Spidey sich in dem Game verändern könnte. Und dass wir nicht einfach so mit unseren Spinnenweben diesmal uns durch New York herumschwingen, sondern aktiv den Symbionten benutzen, um uns wegzuschleudern, herumzuschwingen und so weiter und so fort. Was für ein mega cooles neues Moveset beim Webswinging sorgen sollte. Auch ein cooles Detail, speziell in diesem Shot, ist, dass der Symbiont auf dem Rücken von Spidey diesmal auch wirklich so wirkt wie verschiedene Arme, die herausreichen und die er kontrolliert. Basically wie eine kleine Inspiration an Doc Ock, mit dem Peter ja auch speziell im allerersten Teil eine mega starke Verbindung hatte und von dem womöglich auch die Inspiration der Benutzung des Symbionten bei ihm kommt. Wir sehen auch, wie der Suit zuerst von der ganz schleimigen Form sich dann auch umwandelt und komplett fest wird und sich der Rüstung bzw. seinen Anzug anpasst. Und der Black Suit aus dem Game sieht absolut sick aus, das ist wohl gar keine Frage. Doch gleichzeitig eine komplett neue Interpretation des Black Suits, wie wir ihn noch nicht gesehen haben. Wenn wir es mit dem Raimi-Film vergleichen, fällt uns natürlich auf, dass dort das Ganze so gehandelt wurde, als wäre das schwarze Symbionten wirklich so Material geworden. Diesmal jedoch wirkt es stark so, als wäre es eben eine Schicht, die Spidey über seinen normalen Suit trägt, die auch noch ein bisschen glibberig ist. Die symbiontenartige Textur fällt also diesmal viel stärker auf. Vor allem eben ist es auch interessant, dass die Textur sich an bestimmten Stellen ändert, da es an manchen Stellen so wirkt, als wäre der Symbiont härter geworden und hätte er sich wirklich zu einer Rüstung angepasst und an anderen Stellen wirkt es so, als wäre er noch geschmeidiger. Obwohl ich sagen muss, dass ich diesen Suit wirklich sehr mag, muss ich aber gestehen, dass ich mir tatsächlich einen simpleren Suit erhofft habe. Doch ich mache mir hierbei bei dem Spiel, bei dem Look tatsächlich gar keine Sorgen, da es wohl so gehandelt wird, wie wohl auch bei dem allerersten Teil, dass wir verschiedene Versionen von dem Black Suit haben werden, verschiedene Skins eben, die man benutzen kann. So kann ich mir vorstellen, dass wohl ein Comic-akkuraterer Suit kommt, der viel geschmeidiger aussieht, als auch eben wohl ein Sam Raimi-akkuraterer Suit, sodass wir basically den Black Suit von den Raimi-Filmen bekommen. Jedenfalls ist es eine große Hoffnung, wie ich finde, wie man eben Skins diesmal in diesem Game behandeln könnte. Wäre doch eine bombastische Idee, oder nicht, Windows? Dann geht aber die Action auch schon wirklich los. Und kurz vor dem Kontext, was hier gerade passiert, ist einfach, dass Spidey den Lizard verfolgt und der Lizard auch gerade von den Leuten von Kraven und Kraven höchstpersönlich gejagt wird. Spidey macht sich direkt an, die verschiedenen Unterlinge von Kraven zu besiegen und man hört direkt an seiner Stimme bei dem Voice Acting heraus, dass Peter viel aggressiver und emotionaler geworden ist und sich nicht so krass unter Kontrolle hat. Also wirklich in der allerersten Sekunde des Gameplays macht man auch für die Story und den Charakter von Peter klar, dass etwas anders ist und Peter definitiv auf eine dunklere Route gehen wird als beim ersten Teil. Wir werden Pete also wirklich sehen, wie er ausrasten wird und seine Kontrolle verliert. Wenn uns das nicht schon bei dem Moveset gezeigt wird, zusammen mit dem Symbionten, was viel gewalttätiger und brutaler wirkt. Peter ist definitiv nicht so achtsam wie normalerweise und hält seine Kräfte nicht zurück. Und hierbei nochmals ein mega dickes Props an Juri Löwenthal, dem Schauspieler von Spidey in dem Game. Er macht wirklich einen fantastischen Job als Peter und ich bin mega hyped, schon die ganzen verschiedenen Dialoge mit dieser Aggression und der Emotion zu hören, wenn wir erstmal im Game drin sind. Nach dem Action-Abteil wird uns dann aber auch ein zweites Feature in dem Game bestätigt und das wäre, dass wir zwischen Miles und Spidey aktiv wechseln können und beide spielbar sind, was natürlich mega geil ist und selbstverständlich sein sollte, nachdem wir das eigene Miles-Game bekommen haben. So gesehen könnt ihr diesmal Spider-Man 2 mit GTA 5 vergleichen, wo man zwischen Trevor, Franklin und Michael wechseln konnte. Und ja, das heißt leider immer noch, dass es keinen Koop geben wird, so schade es ist, aber dafür bekommen wir eine absolute, fokussierte Peak-Singleplayer-Experience, Windows. Also seid nicht zu traurig darüber, dass es keinen Koop gibt. Ich weiß, jeder von uns will seinen Bros um diese Welt schwingen. But it is, Windows. Das macht das Game immer noch nicht kein kleines Deutschlichter. Wir sehen Miles in Action und irgendwelche Zweifel, dass sich etwas nicht geändert haben könnte, verfliegen direkt. Denn BAU! Miles startet direkt mit einem komplett neuen Moves, indem er wirklich sich an den verschiedenen Objekten, an den Antennen wegschleudert, um einen riesigen Boost für sein Webswinging zu bekommen. Und dann passiert es wirklich. Miles zückt seine Achselflügel raus und schafft es wirklich zu fliegen oder besser gesagt zu gleiten. Die Wings von den Comics oder die ihr auch in Far From Home gesehen habt, sind also wirklich zurück, Mann. Und ohoho,
lasst mich euch sagen, es sieht so verdammt smooth aus, das Ganze in diesem Game zu sehen. Und ihr wisst alle, wie gut das Webswing in Miles Morales war. Das Ganze wird nochmals absolut getoppt mit einem Venom und den Flügeln in fucking Spider-Man 2. Leute, Insomniac haut einfach die Bomben weiterhin raus. Es ist unglaublich. Des Weiteren sehen wir auch, wie ihr durch verschiedene Ringe fliegt, was so wieder Teil von verschiedenen Parkour-Minigames in dem Game ist, in dem ihr wohl grazil durch einen bestimmten Kurs fliegen und schwingen müssen. Mega Bock drauf. So begegnet dann Miles auch den Untertanen von Kraven und uns sind uns direkt ein starker Kontrast zu Peter gezeigt, was sehr nice ist, um die Standpunkte der zwei klarzumachen. Wo es bei Peter wirklich sehr aggressiv und brutal war, ist es bei Miles das komplette Gegenteil. Bei ihm ist es wirklich sehr stealthy, ruhig und geheimhaltend. Also ein wirklich mehr traditionelleres Spider-Man-Gameplay, wie wir es noch von dem ersten Teil gewohnt sind. Des Weiteren highlightet es auch nochmals die Fähigkeiten von einem Miles. Und zu diesem sei gesagt, sein Moveset hat sich auch knackig geändert. Speziell seine elektrischen Fähigkeiten sind nochmals noch krasser geworden. Denn jetzt haut er einfach ein Kamehameha raus mit seinen Händen, was einfach zu dope aussieht. Und dies ist nur ein weiteres Beispiel, weshalb es speziell für diesen Teil so viel Sinn macht, dass wir einen Miles und einen Peter spielen können. Da durch den Symbionten bei Peter sich einiges bei ihm im Gameplay und von den Emotionen von der Story verändern wird, weshalb es sich wirklich unterschiedlich anfühlen wird, beide Charaktere zu spielen. Der Switch zwischen den beiden wird also kontrastreich genug sein und immer wieder Sinn machen. Des Weiteren sehen wir auch einen wiederkehrenden Charakter von den Miles Morales Teil, und zwar Genki, der beste Freund von Miles. Ist es auch so gesehen ein aktiver Support, indem er als Adler hier erscheint. Also auch eine coole kleine Repräsentation, um ihn einzufügen. Miles untersucht dann natürlich das ganze Gelände nach Hinweisen auf den Lizard und dann boom, Peter taucht auf einmal auf und es wird wirklich wie ein Jumpscare inszeniert. Und er sieht auch mega gruselig aus, speziell in diesem Shot, wo er nur in einer schwarzen Silhouette gezeigt wird, zusammen mit seinem Symbionten, der in alle Richtungen greift. Dies ist ganz klar ein Shot, den man so gestaltet hat, um Spidey in diesem Moment auch als Gefahr darzustellen. Ihr seht auch, dass Miles sich vor Peter erschreckt hat, was uns wohl auch weiterhin darauf hindeutet, dass wohl ein Keil durch den Symbionten zwischen Miles und Peter geschoben wird und der Symbiont wirklich aktiv dafür sorgen wird, dass die Beziehungen von Peter ruiniert werden und Konflikte eben dadurch entstehen. Ein Miles vs. Peter ist also mega logisch für diesen Teil. Der Beef ist also fast schon unausweichlich. Dazu sei auch gesagt, dass der Black Suit nachts nochmals viel geiler aussieht und ich hoffe, wir kriegen eine geile Montage, so ähnlich wie aus Spider-Man 3, als er zum ersten Mal den Black Suit angefasst hat. Allgemein muss ich auch sagen, dass die Inszenierung von Spidey mit dem Black Suit in diesem Teil echt extrem starke Raimi-Vibes hat, weshalb sich sicherlich von Raimi hier sehr stark inspiriert wurde, was eine absolute positive Eigenschaft ist, denn Raimi hat den Black Suit absolut genailed. Des Weiteren sehen wir auch nochmals eine weitere Textur von dem Black Suit. Und zwar sehen wir hier nochmals an seinem Hals, dass es wirklich leicht zu scheinen scheint und es so wirkt, als würde es sich bewegen. So gesehen eine Darstellung, dass sein schwarzer Suit wirklich ein lebendes Wesen ist. Die Jagd nach Lizard geht dann aber auch wirklich weiter. Wir kriegen einen kleinen Auftritt von Kraven und wir können ihn mit seiner Gun sehen. Und ich kann mir jetzt schon wirklich mega gut vorstellen, wie Miles oder Peter den ernsten Shot davon abbekommen werden im Verlauf der Story. Oder besser gesagt, vielleicht sogar einfach in der Open World. Denn diesmal wird die Open World wirklich wohl viel heimgesuchter sein und Gefahren werden an jeder Ecke lauern. Stellt euch vor, ihr schwingt einfach herum und auf einmal taucht ein Kraven auf und versucht euch zu jagen. Und das mit einem schockierenden Schuss auf euch. Die Open World hat wirklich so viel Potenzial, nochmals viel immersiver zu werden, glaubt mir. Ich stoße aber wieder zurück zu Peter. Wir hören wieder aus seiner Stimme, er ist viel wütender geworden. Wir bekommen wieder seine neue Art von Webswinging mit, die natürlich geil aussieht. Des Weiteren sieht man ja auch aktiv, dass seine Webs auch alle umhüllt sind mit dem Symbionten und er sich damit fortbewegt. Wir bekommen diese coole neue Passage, die mega smooth aussieht, wo er durch diesen Zug gleitet. Und dazu bekommen wir auch noch Bestätigung, dass er auch die Wings diesmal trägt. Wir kriegen den geilen Tag Team Safe zusammen mit Miles und Peter, was hoffentlich noch sehr oft in dem Teil passieren wird. Ich möchte die beiden wirklich als Team sehr oft utilized sehen. Dann geraten die beiden wirklich ins Wasser, was ja das Gebiet von dem Lizard ist, und wir bekommen einen richtigen Einblick auf den Lizard. Und der Lizard sieht auch mega geil aus. Ich freue mich wirklich darüber, dass man Lizard nicht zu einer kleinen Echse gemacht hat, die jetzt besonders flink ist, sondern man hat den Lizard wirklich zu einem fetten, dicken, gepanzerten Dinosaurier mit Hörnern gemacht, der wirklich bedrohlich wirkt. Am Ende schalten Miles und Peter nochmals mit ihren Ellie Move die restlichen Leute von Kraven aus. Wir kriegen diese kleine Szene, den Peter einen Zivilisten hilft und rettet und ihn einfach wegschmeißt, was nochmals zeigt, unnetter Peter jetzt durch diesen Symbionten geworden ist, wo es im ersten Teil wirklich noch sehr sanft und sachte war. Und dann bekommen wir nochmals diesen einen Shot und diesen einen Dialog zwischen Peter und Miles, in dem Peter Miles klar macht, dass er den Lizard alleine verfolgen möchte. Er sagt es auch hier wirklich mit einer kleinen Aggression, mit einer Gier.
dass der Lizard ihm gehört. Er kann also diesen Fistfight mit einem Lizard wirklich kaum abwarten und er sieht ihn basically einfach nur als Boxsack. Daraufhin wird auch eine kleine Anspielung gemacht, dass Lizard ja dicke, fette Zähne hat und daraufhin meint auch Pete, er hätte auch welche. Was für nochmals eine kleine Semi-Anspielung an die Fangzähne von Venom ist. So bekommen wir auch nochmals die letzte Bestätigung, wo Peter wegschwingt, von Miles, dass Peter in diesem Teil durch eine starke Charakterentwicklung gehen wird. Und dann Miles erwähnt auch, dass er Peter kaum mehr wiedererkennen kann und er normalerweise sich überhaupt nicht so verhaltet. Dieser Trailer hat uns also perfekt dargestellt, was mit Peter und Miles in dem zweiten Teil passieren wird und Peter durch eine starke Veränderung gehen wird. Zu guter Letzt endet es natürlich noch mit dem sicken Logo, was von dem Symbionten umhüllt wird und einem neuen Slogan, was wäre Be Greater Together. Da wir jetzt zwei Smileys haben, ihr wisst schon. Und das wäre es auch schon, was ich zu diesem ganzen Trailer zu sagen habe. Klar, ich könnte noch Ewigkeiten über dieses ganze Game reden, aber ich glaube, ich habe das Wichtigste einfach zusammengefasst. Ich freue mich schon mega auf dieses Game. Ich denke, ihr auch. Ihr könnt mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, es heißt wirklich, dass es ernst wird und dieses Jahr ist wirklich das Jahr von Spider-Man mit Spider-Man 2 und Spider-Man Across the Spider-Verse. Fandos, wenn euch das Video gefallen hat, lasst den ganzen lieben gerne einen Daumen nach oben da, als auch ein Abo, um meine zukünftigen Videos rund um Spider-Man 2 nicht zu verpassen. Checkt gerne noch mein letztes Video, was meine Reaction zu dem Ganzen war, denn wie gesagt, ihr könnt euch vorstellen, ich war ziemlich aufgewühlt nach dem Ganzen. Und ja, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen, habt noch einen wunderschönen Tag und ich würde damals sagen... Love you 3000.